Rednerin ist die Kollegin Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste auf den Tribünen. Gestern war der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen, und darum will ich als erstes die Frauen und Mädchen in den Blick nehmen, die aus Afrika, die aus Syrien, aus Afghanistan und anderswo in der Welt zu uns kommen und bei uns Schutz suchen. Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung, vor Gewalt und häufig aus geschlechtsspezifischen Gründen. Viele von ihnen haben in ihren Heimatländern Schreckliches erlebt, sind traumatisiert. Und auf der Flucht sind insbesondere sie als alleinreisende Frauen und Mädchen gefährdet von und vor sexualisierter Gewalt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Mädchen und Frauen auch hier in den Flüchtlingsunterkünften nicht sicher vor Gewalt sind und sexuelle Übergriffe erleben, das kann uns nicht verwundern. Da sind wir als Bund genauso wie die Länder jetzt gefragt. Die Kommunen sind derzeit froh, die Flüchtlinge überhaupt unterzubringen. Trotzdem, es muss über das Wie der Unterbringung und über die Mindeststandards gerade für besonders Schutzbedürftige gesprochen werden. Es darf doch nicht sein, dass sich Frauen und Mädchen aus Angst vor sexuellen Übergriffen und vor Gewalt nicht mehr frei bewegen, Toiletten und Duschen meiden. Das gilt auch für lesbische, schwule, trans- oder intersexuelle Flüchtlinge. Nein, sie brauchen Rückzugsräume, abschließbare Sanitäreinrichtungen. Schutzbedürftige brauchen Sicherheit. Betroffene von Gewalt müssen zügig Beratung und Betreuung bekommen können, wenn sie diese brauchen. Und dazu gehört auch der Einsatz von Dolmetscherinnen, Zugang zu Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt und zu Gewaltschutzeinrichtungen müssen gewährleistet werden, und die Residenzpflicht darf dem nicht im Weg stehen. Die im Bundeshaushalt eingestellten 3,75 Millionen Euro zur Unterstützung und Beratung von Flüchtlingsfrauen greifen hier deutlich zu kurz. Wir fordern ein Bundesprogramm für Gewaltschutz für schutzbedürftige Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro. Denn wenn wir es hier versäumen, hier tatkräftig zu investieren, sind langfristige und belastende Folgen absehbar. Und da müssen wir, finde ich, jetzt entschiedener handeln. Und noch eines. Posttraumatische Belastungsstörungen als eine Folge von sexualisierter Gewalt nicht mehr als erheblichen Grund gegen Abschiebung anzuerkennen und damit speziell weibliche Asylgründe zu negieren, da sage ich Ihnen ganz klar, das geht gar nicht. Frau Ministerin Schwesig, viel Neues im Sinne einer modernen Familienpolitik findet sich im Übrigen in Ihrem Etat nicht. Ich greife hier mal vier Punkte heraus. Erstens, es freut uns, dass das Elterngeld so ein Erfolg ist, und dieser Erfolg ist mit Kosten verbunden. Punkt. Zweitens, es freut uns, dass das verfassungswidrige Betreuungsgeld vom Tisch ist. Aber wie gut hätte es der Kinder- und Familienpolitik getan, wenn die frei werdenden Mittel im Haushalt geblieben wären? Wir alle wissen, dass es trotz Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz immer noch an Qualität mangelt. All dies gewinnt jetzt mit dem Blick auf die neu zu uns kommenden Flüchtlingskinder an Bedeutung. Bisher ist unklar, was das für den Alltag in einer Kita tatsächlich bedeutet. Aber dass sich etwas ändern wird, das ist doch klar. Und deswegen, wenn man sich Ihre Schätzungen vor Augen führt, Frau Schwesig, 110.000 Kinder unter 6 Jahren, die allein dieses Jahr kommen, dann reicht es nicht aus, was Sie an Mitteln in Ihrem Etat eingestellt haben. Und drittens, wie gerne hätten wir uns auch über die Erhöhung des Kinderzuschlags gefreut. Sie haben das eben erwähnt. Wäre der nicht derart mickrig ausgefallen? Und dabei sind die Stellschrauben, die meisten Anwesenden wissen das hier, wären die nicht so mickrig ausgefallen. Hätte die Koalition hier etwas mehr Engagement daran gemacht und viel mehr an dieser Stellschraube gedreht, dann hätte es sehr viel mehr geholfen. Und viertens, was mir gerade als frauenpolitische Sprecherin meiner Fraktion am Herzen liegt, ist die große Leerstelle bei den Alleinerziehenden und der Kinder- und Familienarmut. In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Alleinerziehende mit ihren Kindern, ganz überwiegend Mütter. Sie arbeiten oft Vollzeit und managen den Familienalltag rund um die Uhr im vollen Einsatz, oft ohne Atempause. 4 von 10 Alleinerziehenden sind bei uns arm. Ein Drittel im SGB-II-Bezug ist gleichzeitig berufstätig und stockt auf. Fast jedes zweite Kind im ALG-II-Bezug wächst in einem alleinerziehenden Haushalt auf. Das heißt,
Wenn man etwas gegen Kinderarmut machen möchte, dann muss man bei den Alleinerziehenden ansetzen. In einem so wohlhabenden Land wie unserem kann es doch nicht sein, dass wir Kinder, Frauen und Familienarmut in einem solchen Ausmaß zulassen. Da können und da müssen wir noch mehr gegensteuern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Evaluation der Ehe- und Familienförderung aus Ihrem Haus liegen auf dem Tisch, und da bleiben sie scheinbar auch größtenteils liegen. Denn hier wird klar, der Unterhaltsvorschuss hat einen deutlichen Einfluss auf das Armutsrisiko von Kindern. Aber anders als im Unterhaltsrecht endet der Unterhaltsvorschuss mit dem 13. Geburtstag. Das geht komplett an den Realitäten vorbei. Das Gleiche gilt für die Bezugsdauer. Die ist nämlich begrenzt auf 6 Jahre. Das bedeutet im Falle einer Trennung, gerade wenn die Kinder noch jung sind, dass Alleinerziehende den Zeitpunkt, an dem der Unterhaltsvorschuss wegfällt, dass sie diesen ziemlich sicher erreichen. Sie leben quasi auf die Armutsfalle hin. Was ist das bitte für eine Perspektive? Was muten wir den so leistungsfähigen Alleinerziehenden, und es sind vor allem Frauen, was muten wir denen zu? Und deshalb fordern wir, die Bezugsdauer aufzuheben und die Altersgrenze auf 18 Jahre anzuheben. Das wäre ein wesentlicher Schritt, viele Alleinerziehende und ihre Kinder aus der Armut zu holen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und auch liebe Frau Schwesig, ich sage Ihnen, mit etwas mehr Mut hätten Sie diesen Einzelplan gerechter ausgestalten können, im Sinne von Frauen und Kindern und gegen ihre Armut. Sie haben eine große Chance vertan. Nächster Redner ist der Kollege Alois Rainer für die CDU.